Ja, schönen guten Morgen. Ich bin der Stefan. Ich stehe hier als eGroupware Community Manager, erzähle was über FileServer Online mit einem Fokus auf eGroupware. Aber das ist in weiten Teilen auch übertragbar auf andere Produkte, die auch online FileServer Funktionalitäten anbieten. Deswegen das meiste, was ich hier erzähle und zeige, lässt sich natürlich auch auf andere Produkte anwenden. Kurz ein kleiner Abriss zu eGroupware selber. Wir haben uns den Slogan verpasst, Smart Online Office. Und das mit dem Office bedeutet einfach, dass wir möglichst ein komplettes Office in den Webbrowser implementieren wollen, anbieten wollen, Funktionalität bieten wollen. Und in einem Office habe ich eben auch Dateien, Files, Ordner, wo ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, alleine Dateien bearbeiten muss, speichern muss, sharen muss. Und deswegen ist Dateimanagement natürlich in einem, auch in einem Webbrowser-Büro essentiell. eGroupware selber ist eine Groupware-Lösung mit Standardfunktionalitäten, E-Mail, Kalender, Kontakte und eben auch eine Aufgabenverwaltung. Das nennt sich dort Infolog, das ist eine Abkürzung für Informationslogbuch. Da kann man nicht nur Aufgaben speichern, sondern im Prinzip jedwedige Informationen, die man speichern möchte. Man kann dort eigene Datentypen, eigene Informationstypen anlegen. Deswegen steht da nicht Aufgaben, sondern Infolog. Dann gibt es da noch ein Kanban-Board, Smallpart. Das ist ein videogestütztes Lernen und Lehren-Modul. Ein Projektmanager, Zeiterfassung, Ressourcen. Ein Ticketsystem haben wir integriert, aber eben auch ein Dateimanager mit entsprechend File-Sharing-Funktionalität. Die Module wie Adressbuch zum Beispiel oder Kalender, da sind überall letztendlich Objekte wie ein Termin oder ein Kontakt. Und da kann ich auch Dateien dranhängen, miteinander verknüpfen. Und da kommt dann auch das Zusammenspiel mit dem Dateimanager zustande. Die Dateien, die ich zum Beispiel an einen Adressbucheintrag anhänge, die kann ich dann letztendlich auch über den Dateimanager erreichen. Und zwar überall dort, wo ich es verfügbar mache, online oder eben auch auf einem File-Server, wie auch immer. Deswegen einmal diese Übersicht, weil die meisten Module können Dateien abspeichern im Dateimanager. Wir haben noch integriert oder ich sag mal integrierbar gemacht Videokonferenzen per Jitsi und BBB. Wir haben Rocket Chat integriert. Guacamole haben wir integriert für Remote Desktop. Ein Online-Office haben wir im Moment Collabora Online integriert und letztendlich zum Beispiel haben auch einige Leute ihre eigenen Anwendungen in eGroupware geschrieben, nutzen die Funktionalitäten wie eben zum Beispiel den File-Server dann eben in ihren Anwendungen mit. Ja, ein Web-File-Server. Für viele Leute ist das mittlerweile normal, nur noch in einem Web-File-Server ihre Daten zu haben, in der Nextcloud oder in eGroupware oder was auch immer. Wir haben aber immer noch irgendwo, zum Beispiel im Homeoffice haben wir noch einen NAS stehen, der noch File-Services anbietet oder praktisch in jeder Firma gibt es noch ganz klassisch eben File-Server. Und die kann ich natürlich verbinden mit meiner Online-Version von einem File-Server. Ich kann also, ich sag mal, auf beiden Seiten arbeiten, unterwegs über online oder on-premises im Büro eben klassisch über meinen Desktop, über einen File-Server Zugriff. Unterm Strich kann also ein Web-File-Server, wenn es sein muss, eben einen klassischen File-Server komplett ersetzen oder eben in Kombination damit arbeiten. Wir können in einem Web-File-Server im Regelfall File-Server-Freigaben von einem Windows-Server, von einem Samba-Server, von jedwediger Datei-Ressource können wir da rein mounten. Ich sage mal, in dem Fall zum Beispiel, wenn ich das in einem Unternehmen anwende, da habe ich Abteilungslaufwerke, da habe ich Home-Laufwerke, die kann ich genauso gut dann auf dem Desktop haben, in meinem Explorer als Laufwerke, als Mount-Point oder eben auch oder zusätzlich in meinen Web-File-Server hinein mounten, sodass ich dann unterwegs die gleichen Verzeichnisse zur Verfügung habe. Für mich ist ein ganz wichtiger Zweck, das in den Webbrowser zu verfrachten,
um, ich sag mal, für mich persönlich ist es wichtig, ein VPN überflüssig zu machen. VPN ist schön, ich als Admin nutze VPN und so weiter, aber den Otto-Normal-User, den ich draußen habe, einen Mitarbeiter, den ich ins Homeoffice schicke oder sonst was, also ich persönlich muss mir das nicht antun, die per VPN anzubinden, weil ich irgendwie am anderen Ende nie genau weiß, was da jemand dran stöpselt. Deswegen verfrachte ich sowas ganz gerne in einen File-Server und damit er von zu Hause auch auf die Files zugreifen kann von seiner Abteilung oder seinem Firmen-Home-Laufwerk, mounte ich das hier rein und gut ist. Ich bleibe dann also im Webbrowser in einer ziemlich sicheren Umgebung. Ich kann in dem Webfile-Server dann eben auch ein Online-Office integrieren. Wie gesagt, Collabora Online ist eben ein Beispiel dafür. Ich kann ein File-Sharing machen für intern, also bei Benutzern, die ich intern habe, Kolleginnen und Kollegen, genauso wie für extern. Und den Webfile-Server integriere ich letztendlich halt in eine Groupware-Lösung. Das habe ich gerade schon angedeutet. Man nutzt das dann eben im Adressbuch und so weiter mit. Darüber hinaus kann ich das Ganze noch für weitere Funktionen nutzen. Und zwar wichtig finde ich immer, es ermöglicht eine Verschlagwortung. Das heißt also, ich kann in einem Online-File-Server durchaus auch die Files selber mit weiteren Informationen anreichern. Wir reden da von einem virtuellen Filesystem, VFS, das erkläre ich gleich noch ein bisschen. Das ist eine Zusatzfunktion, die einem Nutzwert bringen kann. Ich kann dann direkt auch aus Mails heraus Dateianhänge im Dateisystem speichern. Ich kann genauso gut aber auch Dateien dranhängen, Anhänge an Objekte, wie gesagt, Kontakte, Aufgaben, Projekte etc. dranhängen. Und zumindest in eGroupware ist es so, dass Verzeichnisse automatisch angelegt werden. Lege ich ein Adressbuch Kontakt an, gibt es auch automatisch ein Verzeichnis dazu, wo ich dann auf verschiedene Wege drankomme. Genauso vielleicht interessanter ist es vielleicht bei einem Projekt, was ich anlege. Da wird automatisch im Hintergrund eben auf einen File-Server ein Verzeichnis für das Projekt angelegt und das steht dann auch sofort zur Verfügung. Das muss man nicht extra machen, das läuft immer automatisch parallel mit. Das gleiche gilt für Benutzer, für Gruppen. Die Sachen werden automatisch angelegt, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Schauen wir uns noch ein bisschen im Detail gleich an. Ich sehe da verschiedene Einsatzszenarien. Wie eingangs schon gesagt, ein Webfile-Server komplett alleine. Das ist in klassischen Firmenstrukturen, denke ich mal, meistenteils nicht realisierbar. In kleinen Teams, gerade ich sag mal, die vielleicht mit IT zu tun haben oder IT-affin sind, ist das heute sicherlich ein gangbarer Weg. Ganz klar, weil es oft eben auch verteilte Teams sind. Aber also immer so eine klassische Firma, in welchem Gewerbe auch immer, wird das wahrscheinlich meistens nicht funktionieren. Eventuell für Projektteams zum Beispiel. Ich kann natürlich einen Web-File-Server auch nehmen und dann eben von dort aus Laufwerke auf den Desktops verbinden, als wenn das ein lokaler File-Server ist. So herum kann ich das auch machen. Wie gesagt, ich kann File-Shares in den Web-File-Server mounten, bereitstellen und ich kann dann eben auch die Nutzung parallel erlauben oder bereitstellen, eben im Webbrowser oder auch lokal. Mich hindert das ja auch nicht, in einem Unternehmen, wo ich beides nutze, tatsächlich den einen oder anderen Arbeitsplatz nur mit dem Webfile-Server arbeiten zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass ich zum Beispiel in einem Industrieunternehmen in der Fertigung bestimmten Mitarbeitergruppen zum Beispiel nur die Online-Version bereitstelle, ja, und im Bürobereich in größeren Teams dann eventuell noch was anderes mache. Also auch in der klassischen Firmenumgebung kann ich bestimmte Benutzergruppen durchaus auch komplett online dann abwickeln. Ja. Ich sehe zum Beispiel in einem Fertigungsbetrieb, da ist eine Fertigungskontrolle, da ist ein Werker oder sonst was und der pflegt ab und zu eben in irgendeiner Tabelle irgendwelche Daten ein. Ob es jetzt die Temperatur von irgendeinem Messpunkt ist oder ob es die 5 Teile sind, die produziert worden sind. Ich kann das zum Beispiel hier in einem Online-System, in einer Tabelle zum Beispiel in einem Online-Office einpflegen und gut ist. Und der Controller hat die Sachen dann eben auch direkt zur Verfügung, wenn kein gescheites BI-System zur Verfügung steht. Ja. Aber wie gesagt, ich kann also bestimmte Benutzergruppen durchaus auch hiermit komplett abwickeln. Ja, und nicht zuletzt, was ich wichtig finde, die Nutzung in der Firma und im Homeoffice. Ich hatte vorhin schon angedeutet, wir haben auch Guacamole integriert.
Also ich sag mal, bei meinem Arbeitgeber, ich war dann in der Lage, relativ schnell die Leute nach Hause zu schicken. Und da war es auch egal, was für ein PC die sie zu Hause haben, die konnten auch ihren privaten nehmen, weil wenn ich mit Guacamole und eGroupware zu Hause arbeite, muss ich mir nicht so viel Gedanken darüber machen, was die für einen verseuchten Rechner haben. Ja, ich nutze kein VPN, es gibt dort keinen Kontakt, beziehungsweise in Guacamole kann ich alles abstellen. Aber die haben zu Hause dann eben auch Mail, Adressen, Files, alles vorhanden. Das sind so Einsatzszenarien, die mir gerade so aufs Erste einfallen. Ich denke, jeder hat so in seiner Lebensumgebung sicherlich auch Einsatzzwecke, wo das Sinn machen würde. Wir haben ja gesagt, wir können Laufwerke mounten, zum Beispiel von einem File-Server. Da ist es natürlich wichtig, dass ich eine gemeinsame Benutzerdatenbank habe, damit auch die Authentifizierung gescheit funktioniert. Und im Fall von eGroupware ist es so, dass eGroupware selber authentifizieren kann gegen die eigene Datenbank, aber eben zum Beispiel auch LDAP und AD natürlich, was in so einem Umfeld, wo ich Laufwerke da reinmounte von einem Samba oder Microsoft Server, meistens wahrscheinlich zum Zuge kommt. Dann geht natürlich auch noch Mail, Shibboleth, Sammel. Ich kann den Zugang dann zu Hause oder unterwegs oder auch im Betrieb natürlich mit Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern und schütze das Ganze dann natürlich auch noch Brute-Force-Schutz. Wir haben eine Application-Firewall da drin. SSL ist natürlich sowieso selbstverständlich. Ich kann den Zugang also da, egal wo ich bin, auch vernünftig absichern. Und dann bleiben wir auch im Browser derart abgesichert. Und dann muss ich mir jetzt auch keine riesen Gedanken machen, was jemand zu Hause auf seinem PC privat so macht. Ja, VFS habe ich vorhin schon angedeutet, virtuelles Filesystem. Wir haben es jetzt hier mit einer Sache zu tun. Ich muss ja irgendwie die Dateien abspeichern auf der Festplatte. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich in dem File-Server irgendwo die Informationen hinterlegen. Wir hinterlegen, man sieht den Pfad oben, das ist jetzt der Ablageort, wie es unter eGroupware im Standard ist, varlib, eGroupware, Default Files und so weiter. Und da entsteht letztendlich so eine Ordnerstruktur mit Zahlen. Die Dateien haben nur noch Zahlen, da steht also nicht Tagesordnung 01. Sowieso. Weil sonst hätte ich irgendwann auch mit den Dateien ein Problem. Die müssen eine eindeutige Nummer haben, damit ich die vernünftig verwalten kann. Deswegen sieht das auf der Seite so aus. Die Informationen zu der Datei selber, bis hin zu oder angefangen bei dem Dateinamen, mit allem anderen hinten dran, die liegen dann letztendlich in der Datenbank. Ich habe also das File auf der Festplatte und habe die Metadaten von der Datei in der Datenbank. Heißt aber auch, ich habe in der Datenbank einen Datensatz pro Datei. Und da steht aber hinten auch noch eine ganze Menge anderes dran, zum Beispiel wo die verknüpft ist. Oder ein Kommentarfeld oder andere Felder, die ich hinterher dazu baue. Und deswegen habe ich Platz und Möglichkeit in der Datenbank. Und deswegen kombiniere ich das. Und beides zusammen ist dann halt ein virtuelles Filesystem. Zusätzlich kann man in solchen Fällen dann auch noch Funktionalität hinzubauen. Also wir kennen da zum Beispiel eine Versionierung oder Abonnements. Sage ich nachher noch ein klein wenig was dazu. Auch zu den benutzerdefinierten Feldern. Wir haben da, ich habe es hier angedeutet, ich habe zum Beispiel hier in meiner privaten durchaus Felder hinzugefügt, Revision, Schlüsselwörter, Verknüpfungen zur Wissensdatenbank, sowas in der Art. Ja, die benutzerdefinierten Felder, die eGroupware anbietet, also ich muss ihn nicht in der Datenbank rummachen, ich muss auch, ich sag mal, kein Diplom dafür machen. Das ist eine relativ einfache Funktion. Ich rufe in jedem Modul, kann ich aufrufen an der Seite Menüpunkt benutzerdefinierte Felder und dann kann ich zu diesem Objekt zum Beispiel Dateien oder Adressbücher oder Termine oder was auch immer benutzerdefinierte Felder anlegen. Ich habe hier so ein Dropdown-Feld, um mal so ein bisschen zu zeigen, was für Feldtypen ich anlegen kann. Ich kann Radioboxen, Checkboxen, Datum, Benutzer, um mit einem Benutzer zu verknüpfen zum Beispiel und so weiter anlegen. Ich kann also im Prinzip jeden Datensatz ziemlich weitreichend reichern damit. Diese Felder, die ich anlege, die sind sofort in der Oberfläche sichtbar. In dem Fall hier unter einem Kartenreiter benutzerdefinierte Felder. Das sind die Eigenschaften von einer Datei jetzt zum Beispiel. Wenn ich es hinterher drauf anlege, kann ich diese Felder auch noch in eigene Masken eben entsprechend einbauen, gruppieren, anordnen und so weiter.
Also wie gesagt, benutzerdefinierte Felder für alle Bereiche in eGroupware. Und da kann ich dann eben mehr Informationen abspeichern als klassisch in einem File-Server. Das Webinterface von eGroupware ist relativ klassisch angelegt. Ich habe da halt eine Tabellenansicht mit den Dateien, mit diversen Informationen, Größe erstellt, verändert und so weiter. Die Spalten kann ich mir entsprechend konfigurieren in Sehen und Nicht-Sehen und in Reihenfolge. Es gibt noch auch eine Anzeige, eine Kachelansicht, die kann ich hier umschalten. Ich sag mal so, für Bilder oder so ist das ganz nett. Wie gesagt, die Spalten in der Liste kann ich an- und ausschalten. Ich kann die Reihenfolge verändern. Das läuft in dieser Ansicht hier einfach per Drag and Drop, kann ich die Spalten eben entsprechend verändern. Ich kann bei eGroupware in all diesen Bereichen als Admin solche Sachen auch fest einstellen oder als Vorgabe machen, so, damit das zum Beispiel erstmal für alle Benutzer gilt. Also das muss sich auch nicht jeder Benutzer für sich selber einstellen. Das kann ich vorgeben, fest oder als Vorgabe, dass es erstmal so ist. Wir arbeiten in eGroupware bei allen Objekten eigentlich auch gerade auch in den Listen hauptsächlich mit dem Kontextmenü, um Funktionalität anzubieten. Es gibt andere Online-File-Server, da klickt man auf eine Datei, dann geht dann halt, ich sag mal, ein Seitenmenü zum Beispiel auf mit den verschiedenen Funktionalitäten. Wir gehen da eigentlich noch relativ klassisch ran mit einem Kontextmenü. Manch einer erwartet das nicht unbedingt jetzt in der Web-Oberfläche, deswegen sage ich das immer dazu, dass die Funktionalität bei uns im Regelfall im Kontextmenü versteckt ist. Ja. Im Fall von einem File-Manager ist das jetzt nicht gar so viel. Da gibt es so ein paar Standards, wie eben neu oder einen Ordner erstellen, die Eigenschaften der Datei oder ich sag mal die Datei irgendwo speichern, als ZIP runterladen. Zwischenablagethemen, ich kann also hier zum einen den Dateinamen kopieren, aber auch mit einer Zwischenablage arbeiten, sodass ich zum Beispiel innerhalb eGroupware natürlich Dateien in der Zwischenablage sammeln kann und in einen anderen Ordner einfügen, kopieren oder verschieben kann. File-Server typisch gibt es dann hier sowas wie Teilen, also File-Sharing, ein etwas größeres Menü, was hinten dran ist, aber eben auch solche Sachen wie Umwandeln. Wenn ein Collabora Online zum Beispiel konfiguriert ist dabei, können wir auch von hier aus direkt ein PDF draus machen oder ein PNG, was man auch gerade braucht. Können die Sachen nach Kanban verschieben, die Dateien. Also es ist noch, ich sag mal, im File-Manager noch relativ übersichtlich, das Kontextmenü. Dateien und Ordner haben Eigenschaften. Natürlich auch in einem Online-File-Server, genauso wie in einem klassischen File-Server. Ich habe da so verschiedene Kartenreiter allgemein. Da haben wir den Dateinamen, den kann ich an der Stelle dann auch eben entsprechend ändern. Hier ein paar Informationen dazu. Und hier gibt es eben schon das erste Feld, was ich zusätzlich zu einer Datei habe. Im Standard gibt es ein Kommentarfeld. Ich kann später, wenn ich suche im File-Manager, sucht er auch da drin eine Volltextsuche zum Beispiel. Ja? Ich kann also verschlagworten, Kommentare reinschreiben, Stand der Datei oder wer zuletzt was dran gemacht hat, was auch immer. Dann gibt es eben entsprechend Zugriffsrechte, die schauen wir uns gleich an. Benutzerdefinierte Felder, habe ich schon was dazu gesagt. Und dann gibt es eben auch Versionen und Abonnements. Ich kann mit dem Web-File-Server, ich sag mal, in gewissen Grenzen auch per Drag and Drop arbeiten, innerhalb des Web-File-Servers, als auch zur Interaktion mit dem Desktop zum Beispiel. Also innerhalb von eGroupware zum Beispiel kann ich durchaus Dateien von einem Verzeichnis in ein anderes verschieben. Solange die sichtbar sind, geht das. Ich kann aber auch eben mit dem Desktop interagieren. Also das Einfachste ist natürlich, was eigentlich überall und immer funktioniert, Dateien vom Desktop oder aus dem Dateimanager in das Fenster reinfallen lassen, von dem Ordner, wo ich gerade bin, oder dem Unterordner, der aufgeklappt ist. So kann ich mal eben in den Online-File-Server Dateien reinschmeißen. Also das geht eigentlich bei allen Online-File-Server-Systemen. Ich habe natürlich auch ein manuelles Menü mit so einem Plus. Da klicke ich drauf, dann geht ein Dialog auf, dann wählt man seine Datei oder Dateien aus und dann kann man die auch hochladen. Das ist, wie man es mag. Innerhalb eGroupware zum Beispiel gehen auch solche Sachen, dass ich im Dateimanager mir eine Datei packe, oben auf dem Kartenreiter von einer anderen Anwendung gehe, also zum Beispiel Kanban, dann wechselt der auf Kanban und dann schmeiße ich zum Beispiel diese Datei oder das Verzeichnis in eine Spalte,
vom Kanban zum Beispiel rein. Ja, also auch innerhalb der Anwendung selber gibt es da Anwendungen für Drag and Drop. Ich habe es jetzt nicht ausprobieren können mehr, aber ich war jetzt echt am Überlegen, also aus eGroupware selber, aus dem File-Server per Drag and Drop auf den Desktop zu ziehen. Ich weiß, dass es bei meinem Mint nicht funktioniert. Ich meine aber, auf einem Windows-Desktop geht das, glaube ich. Mit einem Chromium-basierten Webbrowser. Ich habe es jetzt für den Vortrag nicht mehr ausprobieren können. Mangels Windows müsste ich mal ausprobieren. Täte mich jetzt noch mal interessieren. Aber das sind dann auch Funktionalitäten. Insbesondere Dateien auf den Desktop zu bekommen, da sind Funktionalitäten des Webbrowsers auch absolut notwendig. Ich sag mal so, ich nutze Drag and Drop in der Regelfall, um Dateien in den File-Server reinzuschmeißen. Das ist so meine Hauptanwendung und das ist definitiv auch gegeben. Wir haben hinterher noch, das sehen wir noch, andere Möglichkeiten im Zugriff per WebDAV zum Beispiel, dann geht da auch anderes. Ja. War schon die nächste Folie. WebDAV. Ihr kennt vielleicht CalDAV für Kalender, Synchronisation, Kalenderdateien, CardDAV für Adressen. Aber die Basis des Ganzen, der Dateitransfer per DAV, also ich sag mal, Kalenderdateien und Adressdateien sind auch einfach nur Dateien, die ausgetauscht werden mit WebDAV-Technologie. Das heißt also HTTP, aber nicht nur in eine Richtung, sondern man kann Dateien hin und her. Es gibt einen Vortrag von mir zu dem Tag, von den letzten TUX-Tagen. Wer mehr da über DAV wissen will, sollte sich den Vortrag mal, der ist ganz allgemein gehalten, darüber anschauen. Wir schauen uns jetzt hier mal an WebDAV. WebDAV ermöglicht so einen Online-File-Server eben zum Beispiel auf dem DOS-Desktop als Laufwerk einzubinden. Auf dem Windows-Desktop kann man mit entsprechenden Tools zum Beispiel auch mit Laufwerksbuchstaben arbeiten. Ansonsten kann Windows auch, ich sag mal, auf WebDAV-Ressourcen einfach nur mit dem Pfad zugreifen. In der Vergangenheit bin ich da nie so richtig glücklich geworden unter Windows. Mittlerweile läuft das ein bisschen besser. Ich nutze selbst im Moment eigentlich nur Mint mit dem Nemo Dateimanager. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich absolut die wenigsten Probleme. Ich kann wunderbar auf WebDAV-Ressourcen zugreifen, kann mir die als Bookmark anlegen. Dann klicke ich da drauf. Wenn ich nicht mehr angemeldet bin, dann fragt er mich eben nach meinen Zugangsdaten und gut ist. Sodass ich dann Sachen einfach im Dateimanager auf meinem Desktop eben mitarbeiten kann. Eben auch hochladen, runterladen und auch ganze Ordner mal hochladen kann. Ich habe hier dann auch, wenn ich da über WebDAV zugreife, nicht nur auf den Online-File-Server Zugriff, sondern ich habe es auch angedeutet, auch für Kontakte, Projekte und so weiter, die ganzen Ordner, wo Dateien abgelegt werden, habe ich auch per WebDAV zur Verfügung. Ja, also das, was ich im File Manager online zur Verfügung habe, den kompletten Ordnerbaum, habe ich genauso auf WebDAV mit den gleichen Zugangsdaten eben genauso zur Verfügung. Das Bildchen hier unten zeigt mal gerade einen Ordner in Nemo mit der DAV-Adresse und das ist jetzt der Ordner zum Beispiel, den ich angelegt habe für diese Veranstaltung hier. Da sind ein paar Dateien drin und die sehen im Webfrontend an der Stelle genauso aus. Ich kann also von meinem Desktop hier drauf die Dateien öffnen, bearbeiten, speichern, ganz normal wie bei jedem anderen File-Server auch. Zugriffsrechte. Also wir haben für die Dateien und Ordner eben entsprechend auch Berechtigungen. Wir gehen da also klassisch eigentlich nach Unix, Linux, Lesart, Besitzer, Gruppe, andere und dann gibt es eben noch Besitzer, also der Benutzer und eine Gruppe und danach richten sich eben die Berechtigungen. Ich kann das hinten raus noch ein bisschen aufbohren, aber es funktioniert eigentlich ohne, dass ich da weitere Zugriffsrechte normalerweise geben muss oder einrichten muss, bin ich auch überhaupt kein Fan von, zumal hier zum Beispiel bei einem Gruppenverzeichnis, also wo eine Abteilung zusammenarbeitet, automatisch die Berechtigungen so eingestellt sind, dass die Gruppe eben Lese- und Speicherrecht hat. Wenn ich eine Gruppe anlege, ist der Ordner da mit diesen Rechten und wer in der Gruppe ist, hat die Berechtigung fertig. Ich muss mich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ich kann natürlich bestimmten anderen Personen über File-Sharing und so weiter Zugriffe
erteilen. Ich kann auch, ich sag mal, hier so lange rummachen, bis jemand Abteilungsfremdes zum Beispiel Zugriff auf ein Abteilungslaufwerk kriegt. Aber wer das in der Praxis schon mal in einem Unternehmen machen muss, wird wissen, was das für Bauchschmerzen auf Dauer auch verursachen kann. Ja? Vor allem, wenn man nie genau weiß, wer gerade wie, wo, welche Rechte hat. Ich bleibe immer bei den automatisiert angelegten Rechten. Aber ansonsten, wie gesagt, ganz klassisch Besitzergruppe, andere, fertig. Es gibt erweiterte Berechtigungen für Ordner und das war Zugriffsrechte. Genauso gibt es die dort wie bei Dateien, aber es gibt eben noch einen Kartenreiter erweiterte Zugriffsrechte und da ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel hier irgendwelchen anderen Gruppen oder Benutzern, beides, noch zusätzliche Rechte geben kann, sodass die an einem bestimmten Ordner zum Beispiel drankommen, wo sie eben nicht in der Gruppe Besitzer sind. Das geht auf Ordnerbasis, nicht auf Dateibasis. Ja? Das muss dann auch reichen. Aber wie gesagt, sowas ist halt immer sparsam einzusetzen, weil wer das im Überblick behalten will, der hat da wirklich eine Aufgabe. Ne? Also ich kenne es durchaus von Windows-File-Servern, wenn da, ich sag mal, viel mit solchen Rechten gearbeitet wird, dann muss man sich hinterher eine Software anschaffen, die genau diese Rechte überwacht. Das will ja keiner. Wir haben dort auch natürlich File-Sharing zur Verfügung. Und zwar möglich für intern wie auch extern. Also klassisch File-Sharing, ich gebe eine Datei frei, gebe die E-Mail-Adresse oder den Kontakt an, da geht eine Mail raus an den, der kriegt den Link und fertig. Ganz klassisch. Das machen wir aber eben auch intern. Ich kann intern genauso File-Sharing betreiben. Wenn ich also eine Abteilung habe, da ist ein Projektverzeichnis und da ist so ein Unterverzeichnis und da muss jetzt jemand aus einer anderen Abteilung mal eine Zeit lang irgendwelche Dateien mitpflegen oder zuliefern oder was auch immer, dann kann ich natürlich ein Verzeichnis mal eben jemand anderem freigeben. Das kann ich, wie gesagt, über ACLs machen, kann ich aber auch über File-Sharing machen und jemand, der intern per File-Sharing zum Beispiel so eine Freigabe bekommt, kann die dann auch bei sich ich sag mal, in den File-Server rein mounten. Das muss er eben mal manuell machen, weil dann kann er auch entscheiden, ob er das haben will auf Dauer oder nicht. Oder ob das jetzt eine einmalige Sache für heute nur ist, dann muss er das nicht machen. Ich kann also da auch für eine gewisse Projektzeit zum Beispiel einen Ordner, der mir bereitgestellt worden ist, per File-Sharing einhängen, sodass ich da auch schnell drankomme. Ich kann hier auch, ich habe verschiedene Möglichkeiten hier. Ich kann Dateien Ordner freigeben, ich kann einen Link versenden nur zum Herunterladen, eine beschreibbare Freigabe auch machen, dass jemand Dateien hochladen kann, gerade für Externe halt interessant. Ich kann Collaborer aber auch bereitstellen, dass ein Externer zum Beispiel eine bestimmte Datei eben pflegt, bearbeitet oder sonst was. Da habe ich so die üblichen Funktionalitäten in diesem Bereich. Was wir von eGroupware nicht machen und wir stellen kein Sync-Tool bereit, um File-Bereiche hier zu synken auf einem Client, auf einem Mobilgerät oder sonst was. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass erstens wir keine große Anforderung aus der Kundschaft haben, von den Anwendern, nach einer eigenen Lösung von uns. Ich weiß, dass das natürlich bei Nextcloud oder OwnCloud und so weiter von vielen dann auch verwendet wird. Aber wir haben bisher festgestellt, gerade auch so im Unternehmensumfeld, da hat eigentlich gar keiner so eine Riesenlust drauf und auch der Admin nicht und die Verantwortlichen und der Datenschutz nicht, weil irgendwie, ich sag mal, man verteilt Daten und wenn es dann darum geht, im Team zu arbeiten und wir haben dann kann man sich um die Konflikte der Dateien natürlich noch kümmern. Also wir sind bisher als Anbieter selber ganz gut ohne so ein Tool zurechtgekommen. Wenn ein Kunde jetzt echt meint, er muss das haben, dann werden wir das sicherlich bauen. Aber bisher ging es ganz gut ohne. Der Einwand ist natürlich immer, ich habe ja nicht immer Online-Zugriff. Aber ich sag mal so, bisher hat es immer funktioniert eigentlich. Wenn einer mal lange im Zug sitzt, dann muss er sich die Datei eben runterladen und gut ist. Ganz klassisch. Kommt man zurecht. Ich will es nur gesagt haben, wir bieten kein eigenes Tool, wobei man natürlich sich auf einem Linux-Desktop, auch einem Windows-Desktop, da gibt es genug Tools, die würden die Synchronisation auch übernehmen. Also ich sag mal, ganz unmöglich ist es nicht. Ich brauche nur ein Tool, was WebDAV kann und fertig. Da gibt es auch einige. Ne? Ich hatte es jetzt schon mehrmals erwähnt, wir können natürlich in den Online-File-Server Ressourcen hinein mounten. Das heißt also von dem Host, wo eGroupware zum Beispiel drauf läuft, selber. Das heißt also alles, was ich auf einem Debian oder was auch immer reinmounten kann als Verzeichnis,
NFS oder was auch immer, kann ich dann auf dem System natürlich weiter reinmounten nach eGroupware rein. Ich kann aber auch eben Standardfreigaben wie WebDAV oder SMB-Freigaben sofort hier reinmounten. Das heißt also, habe ich einen On-Premises-File-Server, kann ich das natürlich hier reinmounten oder eben auch WebDAV. Wir haben auch tatsächlich Anwender, die haben neben eGroupware für die Groupware-Funktionalität, für alles ZIP und ZAP, haben die noch eine Nextcloud. Die wollen aber trotzdem teilweise von Nextcloud die Sachen wieder hier rein haben. Also haben wir Nextcloud da reingemountet. Auch die Kombination kann man machen. Ja? Weil das ist zum Beispiel auch bei einem eine Nextcloud-Installation, die hat er eben schon länger und da sind auch Infrastrukturen drin, die will er weiter behalten. Genauso von einem NAS oder so kann ich per SMB, aber auch WebDAV oder was auch immer mounten. Und wie gesagt, insbesondere WebDAV, da ist es halt vollkommen egal, wo auf diesem Planeten die Ressource steht. Ne? Kann auch zum Beispiel bei meinem was weiß ich, Strato oder sonst was, da habe ich meine 10G Speicherplatz, die mounte ich hier per WebDAV ein und da schiebe ich meine Backups drauf oder was auch immer. Ja. Ich habe zum Beispiel privat NAS, da sind Videos drauf und ein Verzeichnis mit Fotos, Urlaubsfotos etc., die habe ich da reingemountet. Ja. Die kann ich darüber auch überall, wo ich bin, mir anschauen. Ich muss mein NAS nicht ins Netz hängen. Also wie gesagt, WebDAV und SMB laufen, funktionieren mal sowieso und wenn ich eine gemeinsame Benutzerdatenbank habe, ist das auch relativ einfach. Ich kann zum Beispiel hier für die Home-Laufwerke eines Benutzers, zum Beispiel von dem Samba oder Windows-File-Server, mache ich hier einen Eintrag rein. Das ist ein bisschen unscheinbar hier unten, da kommt ein Pfad rein, welches Protokoll, Benutzer und so weiter. Das baut man sich hier zusammen und sagt einfach, mount mir das Ganze. Und da kann ich ja für den Benutzer einfach nur sagen, der angemeldete Benutzer. Dann brauche ich hier nichts weitermachen, dann hat jeder Benutzer automatisch sein Home-Verzeichnis in seinen Dateimanager mit drin hier. Anders gehe ich hier vor, ich habe hier zum Beispiel mal so Fotos, Videos, da habe ich spezielle Credentials angelegt, weil ich mit dem NAS keine gemeinsame Benutzerdatenbank habe. Aber da ist man unterm Strich relativ flexibel. Mobiler Zugriff will ich erwähnen, dass zum Beispiel DAV-X5 seit einigen Monaten, noch nicht allzu lange, zum Beispiel auch den WebDAV-Support kann. Das heißt also, wir können mit DAV-X5 auf einem Android-basierten Tablet oder Smartphone auch auf den eGroupware-File-Server zugreifen. Das habe ich mal probiert, das funktioniert eigentlich sehr gut. Es ist ein bisschen was zu tun auf dem Gerät, aber es funktioniert. Ich brauche es in der Praxis im Regelfall nicht, aber das mal so als Anregung, das funktioniert mittlerweile. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, eGroupware ist eben eine Groupware mit Kontakten, Projekten etc. Und jedes Mal, wenn ich einen Kontakt anlege oder einen Termin oder ein Projekt, wird automatisiert ein Ordner angelegt mit den entsprechenden Berechtigungen. Wenn das ein Kontakt ist, in einem Adressbuch, wo eine bestimmte Gruppe Berechtigungen drauf hat, das kann mein privates oder mein persönliches Adressbuch sein, aber eben auch von einer Gruppe, von einem Team, dann haben die auch automatisch auf den Bereich, wo die Dateien liegen, Zugriff. So, und die werden automatisch angelegt und das passiert eben auch zum Beispiel für Benutzer, aber wie gesagt, Kontakte, Projekte etc. Man sieht dann an verschiedenen Stellen, also das hier zum Beispiel ist ein kleiner Ausschnitt von einem Termin für zufälligerweise diese Froscorn hier. Und da gibt es eben unter Verknüpfungen, da habe ich mal diese Folien von diesem Vortrag hier hochgeladen. Die hängen jetzt also am Termin dran. Wenn ich den Termin aufrufe, kann ich auch von da draufklicken und dann öffnet sich das Dokument. Das gleiche jetzt mal in einem Dateimanager von Mint sieht dann so aus. Da habe ich auch die Datei zur Verfügung, kann die lesend, schreibend eben entsprechend bearbeiten. Und im Dateimanager von eGroupware selber finde ich dann auch hier unter Anwendungen, Kalender und so weiter genauso meine Datei. Und ich sage mal, damit ich auch hier im Dateimanager nicht ewig suchen muss, kann ich hier auf den Termin, in der Terminansicht, rechte Maustaste, da sind wir wieder beim Kontextmenü, da gibt es einen Eintrag, Dateimanager und dann lande ich auch eben entsprechend hier. Weil ich sage mal, so manche Sachen, da werden die Pfade schon ein klein wenig länger. Ja.
Also so kann man immer von verschiedenen Seiten an diese Dinge drankommen und die Sachen miteinander verknüpfen. Datensicherung in der eGroupware, weil wir haben es ja jetzt mit zwei Sachen zu tun. Einmal den Files auf der Platte und mit der Datenbank. eGroupware selber bringt eine eigene Sicherung für die Datenbank mit. Die kann man eben entsprechend einrichten im UI. Man sagt einfach wann, wie viel Uhr und dann macht er die. Das ist letztendlich ein SQL-Datenbank-Dump mit ein paar zusätzlichen Konfigurationen für die eGroupware selber. Das ist also eine Komplettsicherung außer den Files. Aber Datenbank und Konfiguration ist alles drin, Benutzer etc. Und dazu muss ich eben letztendlich noch die VFS-Dateien sichern. Die sind standardmäßig in dem Pfad. Einfach mache ich mir das einfach, dass ich den Pfad var lib eGroupware, da liegen nämlich die ganzen Unterverzeichnisse drunter, backuppe. Auf dem lokalen System oder externe Sicherung oder was auch immer man damit machen will. Ich muss ein Verzeichnis wegsichern, dann habe ich die Datenbank Backups mit drin und auch die ganzen Files und alle anderen Dateien, die noch zu eGroupware gehören, Konfigurationsdateien und so weiter. Ich habe das nochmal in einem kleinen Artikel bei uns im Forum als Anleitung hinterlegt, das ist eigentlich relativ einfach. Also wie gesagt, man muss von extern eigentlich nur dieses eine Verzeichnis sich immer wegholen und gut ist. Bitte. Könnte man denn aus einem Backup eine spezielle Datei wieder herstellen, wenn die ja nur nummeriert ist und ich nur den Dateinamen kenne? Ja, die Frage ist, ob eine einzelne Datei aus dem Backup wiederhergestellt werden kann, eben wegen der Dateinummer. Das wird natürlich ein bisschen schwierig. Erstmal, wir haben in eGroupware für solche Fälle Versionierung zum Beispiel eingebaut. Ja, wer die eingeschaltet hat, kann sich eine alte Datei wiederholen. Es gibt in anderen Bereichen auch einen Löschschutz eben entsprechend für Objekte in eGroupware. Ansonsten habe ich aber dieses Backup ganz schnell auf einem zweiten System mal eben wieder hochgezogen. Das sind ein paar Minuten und dann kann ich die Sachen da rausholen. Die VM, im Regelfall betreibe ich das auf einer virtuellen Maschine, die kann ich mir auch eben mal wieder zurückholen und dann habe ich auch die Datei. Es gibt Mittel und Wege. In dem Backup selber, im Dateibaum per Nummer das zu finden, wird nicht wirklich funktionieren. Ja? Aber es gibt andere Möglichkeiten, das will ich damit sagen. Es gibt da im Dateimanager ein paar Standardverzeichnisse, Apps, Backup, E-Templates, das ist noch so eine andere Geschichte, da sage ich noch was dazu. Die Home-Verzeichnisse für Benutzer und Gruppen und Templates. Die sind also standardmäßig normalerweise angelegt, beziehungsweise Backup muss eingeschaltet werden, dass es da reingemountet wird. Das Verzeichnis Apps, da landen dann zum Beispiel die Daten drin von einem Kontakt. Das heißt also unter Adressbuch weiter absteigen, da finde ich dann die Dateien zu einem Kontakt. Ich habe das vorhin angedeutet, aus dem Objekt heraus kann man sagen, rechte Maustaste, Kontextmenü, Dateimanager und dann landet man in dem Verzeichnis. So ist also für diese ganzen Module, die eGroupware so kennt, sind dann Unterverzeichnisse und dann geht es weiter absteigend in die Objekte rein. Es gibt ein Verzeichnis Templates. eGroupware hat die Besonderheit, dass es aus den Dateien, aus eGroupware selber, alle Dateien, die da sind, Felder, die da sind, auch die benutzerdefinierten, kann ich Dokumente erzeugen. Mit Platzhalterdokumenten, da kommen Variablen rein und dann kann ich Dokumente erzeugen. Angebote, Serienbriefe, Serienmails und so weiter. Und diese Vorlagen dafür, diese Dokumente, die speichere ich auch in dem Dateimanager. Und dafür gibt es eben dieses Verzeichnis Templates. Auch dazu gibt es einige Vorträge und einen habe ich hier verlinkt. Ich gebe die Folien auch eben entsprechend, stelle ich bereit nach dem Vortrag. Wer da Interesse dran hat, der kann sich da mal durchklicken und sich das anschauen. Das ist also ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von eGroupware, eben aus einer Gruppe heraus Dokumente erstellen. Und wie gesagt, die Vorlagen, die speichert man einfach hier im Dateimanager und kann die Vorlagen auch jederzeit online bearbeiten. Wenn einem mal irgendein Briefchen nicht passt oder irgendwie eine Kleinigkeit man ändern will, dann kann man diese Vorlagen auch direkt hier drin bearbeiten. Und dafür ist dieses Verzeichnis Templates. Ich habe es
gerade schon angedeutet, EPL immer so in Klammern gesetzt. Es gibt eine Community-Version von eGroupware und es gibt eine sogenannte EPL-Version, eine Business-Version, und die hat ein paar Funktionen zusätzlich. Und dazu gehört unter anderem Versionierung. Ich kann also Dateien versionieren. Ich kann das einschalten pro Verzeichnis oder Verzeichnisbaum. Also ich mache das für ein Verzeichnis und alles, was drunter liegt, wird zum Beispiel versioniert, sodass ich dann hier zum Beispiel jedes Mal, wenn ich die Folien hier bearbeitet und gespeichert habe, eine neue Version kriege. So kann ich dann auch mal eben zu einer alten Version oder eben als Backup-Funktionalität das Ganze auch nutzen. In Collabora Online zum Beispiel stellt sich das dann auch als Änderungshistorie dar. Kann man also aus Collabora Online eben auch gerade die alten Versionen einer Datei mit erreichbar halten oder wieder bearbeiten. Das Weitere ist ein Abonnieren. Ich kann Ordner oder Dateien abonnieren. In den Eigenschaften eines Ordners oder Datei kann ich hier zum Beispiel einfach nur sagen, wenn ich draufklicke auf Abonnieren, dann passiert Folgendes: Wenn diese Datei jemand ändert, weil ich zum Beispiel im Team arbeite oder ich habe das per File-Sharing freigegeben an einen externen Berater oder was auch immer, wenn sich dann eine Datei ändert, bekomme ich eine E-Mail als Mitteilung. Wir haben zum Beispiel eine Anwendung, da ist ein externer Berater für eine TSAX-Zertifizierung. Da haben wir ein File-Sharing gemacht auf einen Ordner. Und wenn der mal wieder neue Dateien reinlegt oder die Kolleginnen und Kollegen von uns, dann legen wir das da rein und alle Beteiligten in dem Team bekommen eine Nachricht, die Datei hat sich geändert oder hier ist eine neue Datei. Das finde ich eine schicke Sache, gerade auch wenn man mit Externen zusammenarbeitet. Kanban-Modul ist eine EPL-Funktion und da sind wir halt auch in der Lage, zum Beispiel Ordner oder eben auch einzelne Dateien hier als Karte abzulegen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel hier ein Projekt-Kanban-Board habe, kann ich hier durchaus auch zum Beispiel Protokolldateien oder so direkt öffnen. Die gehen in Collabora Online auf, ich kann sie bearbeiten, wieder speichern, fertig. Ja, oder ich kann hier einen Ordner anlegen, dann kann man den Ordner betreten und darin arbeiten. Ja, und nicht zuletzt, wie gesagt, so ein Online-File-Server, da ist man also in der Lage, auch ein Online-Office zu integrieren. Wir haben, wie gesagt, Collabora Online integriert, im Moment nur Collabora Online. Sind wir aber auch sehr zufrieden damit. Wir sind auch Partner und arbeiten da sehr eng zusammen. Ich habe da einige Vorträge drüber gehalten, die könnt ihr, falls ihr Interesse an Collabora Online habt oder überhaupt, ich sag mal, LibreOffice Online, könnt ihr euch im Nachgang gerne mal anschauen. Oder ihr kommt. Ich bin bis 18 Uhr mindestens am Stand bei LibreOffice. Da kann ich was über LibreOffice erzählen, ich kann was über Collabora Online erzählen und wer mag, dem kann ich auch noch ein bisschen eGroupware zeigen. Hinten bei den Projektständen werdet ihr mich finden. Live werden wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel machen. Ich glaube, da wir jetzt heute Morgen noch nicht 11 Uhr haben, ist der ganze Tag noch Zeit, dass ich live am Stand was zeigen kann. Ich denke, wer da Lust hat, soll einfach mal vorbeikommen. Ansonsten an den Folien dran hängt noch diverse Infos, Links und so weiter und auch meine Kontaktdaten. Wer da Interesse daran hat, der wird sich die Tage einfach mal die Folien anschauen können. Ja. Zeit für Fragen haben wir aber ganz sicher noch. Stefan, ja. Vielen herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich würde das Wort Mikro rumreichen. Wer möchte die erste Frage stellen? Kann Webfile-Server solche Dienste wie Google Drive oder Dropbox ersetzen? Kommt drauf an, was man mit den Diensten macht. File-Speicherung und File-Sharing. Ja gut, Datei speichern in einem Online-System mit File-Sharing haben wir ja alles gesehen, das ist ja dort machbar. Aber die Integration jetzt zum Beispiel von einem Google-Account mit Files und so weiter in einem Google-Smartphone, da hat man natürlich eine entsprechende Integration, die bieten, die können wir natürlich nicht bieten. Ja? Aber der Zugriff ist ja möglich vom Smartphone. Ich kann ja darauf arbeiten. Ich habe ja gezeigt, zum Beispiel mit DAVX 5 kann ich meine WebDAV-Ressourcen bereitstellen auf dem Android und habe ich da zum Beispiel ein Collabora Office installiert drauf, dann kann ich auch auf dem Smartphone damit arbeiten, lesen, bearbeiten und so weiter.
Ja, also in gewisser Weise, ja, ich würde sagen, das kann man ersetzen. Ich mag aber jetzt nicht auf den Kopf zu sagen, dass jede Funktionalität, ich sag mal, in unseren Systemen ja abbildbar ist. Ich gehe davon aus, dass gearbeitet wird normalerweise auf der Desktop-Rechner und ja. Smartphone, das Spaß-Sachen. Da halte ich auch nichts von. Ich mag überhaupt nichts, selbst beim Tablet ist schon grenzwertig für mich, ganz klar. Ich sag mal, wenn ich auf dem Desktop unterwegs bin, wie gesagt, ist ja vollkommen egal, ob ich jetzt auf einem Mac, auf einem Windows oder auf irgendeinem Linux-Desktop bin. Alles, was mit DAF zum Beispiel umgehen kann, Dateimanager können ganz normal darauf zugreifen. Lesend, schreibend, das passt. Wie gesagt, zum Synchronisieren von Dateien habe ich was dazu gesagt, bin ich kein Riesenfan von, ist grundsätzlich aber machbar, damit ich Sachen offline auch mitnehmen kann, wenn ich es brauche. Also ich würde schon sagen, ich kann gerade auch im File-Sharing, ich sag mal, da kann Nextcloud oder eGroupware oder OwnCloud, da können wir alle mehr als ausreichend genug, damit man nicht die ganz großen nehmen muss. Ich denke schon, dass man das gut ersetzen kann. Ja. Bitte. Herzlichen Dank. Ich biete in einem kleinen Institut einen normalen File-Server an. Mhm. Und ich sehe genauso ein Problem mit den Backups. Mhm. Jede paar Wochen kommt ein Kollege vorbei. Vor 3 Tagen habe ich ein Verzeichnis oder diese Datei, die so heißt, gelöscht. Mhm. Ich will sie zurück. Mhm. Und sie war da. Mhm. Und sie erführt mich ein Pfad runter. Ja. Jetzt ist der Server 40 Tera und in ein paar Minuten ziehe ich ein Backup nicht zurück, um die bestimmte Datei wieder zu finden. Mhm. Was für eine Möglichkeit hätte ich, mal ganz schnell zu helfen? Also wir lösen das bei unseren Kunden normalerweise mit der Versionierung. Ja, das ist ein Löschschutz und eine Versionierung. So kann ich alte Programmstände, aber auch gelöschte Sachen durchaus wieder zurückholen mit den Standardmöglichkeiten. Ich sag mal, wenn ich natürlich 40 Terabyte darunter habe mit, weiß ich nicht, mehreren Millionen Dateien, wird das natürlich langsam schon eine spannende Geschichte. Was wir auch mal gemacht haben, was auch ein Bekannter von mir im Einsatz hat, ja, es besteht die Möglichkeit, auch über WebDAV Backups zu ziehen mit den Originaldateien. Also über WebDAV selber sehe ich ja den Dateinamen. Ja, im Dateimanager, das haben wir ja gesehen. Ja, da steht dann ja eben Froscon sowieso, der Dateiname. Ich kann natürlich auch ein externes Backup-System nehmen und mir die Dateien dann so da runterholen. Also ganz klassisch eine Backup-Software dafür nehmen und praktisch den WebDAV-File-Server absaugen mit den Original-Dateinamen. Das kann ich machen. Für das, was Sie wollen, denke ich, ist besser Snapshot zu verwenden. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein ZFS oder ein SEF oder irgendwas Storage ist, kann man ja einfach regelmäßig einmal pro Stunde oder wie auch immer Snapshots anlegen und die dann irgendwo read-only einbinden, dass die Leute selber auf die alten Stände zugreifen können. Ja, da hast du vielleicht noch die Dateinummer nicht genau. Ja, da hast du in virtuellen Dateisystemen passt das dann auch nicht richtig zusammen. Okay, ja. dann müsste man dann noch gucken, wie man die Korrelation hinkriegt. Ja. Da muss man im Prinzip alle Mounts auf SMB haben oder in WebDAV. Nicht praktisch im Dateisystem der Software. Man kann natürlich hier per SMB einbinden von einem File-Server. Da liegen die Dateien dann mit Namen. Also die Kombination kann man auch machen, wenn es dann sein muss, wenn es eben, ich sag mal, solche großen Sachen sind. Oder man nimmt ganz klassisch, wie gesagt, eine Backup-Software, die man wahrscheinlich vorher sowieso hat und zieht die Sachen praktisch von der DAV-Ressource mit dem Klarnamen runter in das Backup hinein. Dann kann ich da drin auch nach dem Dateinamen suchen. Also das ist eine Variante, eine Möglichkeit. Ja. Aber ich sag mal, man muss dann schon ein bisschen was machen, wenn man solche Sachen lösen will. Also aus der Erfahrung, also wir von eGroupware bieten ja auch Hosting an. Wir haben auch Kunden mit vielen Files drauf. Ich sag mal, das geht so bis 500 Gigabyte bei manchen. Und natürlich haben die genau das gleiche Thema. Wir haben im Regelfall kommen wir ganz gut damit klar, weil irgendjemand sagt, ach Mist, hab gerade die Datei gelöscht. Ich sag mal, wir haben eine Versionierung, einen Löschschutz, da kann man die gerade mal zurückholen. Wochen später, einen bestimmten Stand, dann wird das natürlich alles schon wieder ein klein wenig anders. Da brauche ich eine richtige Backup-Software, die richtig die Versionen verwaltet und so weiter. Kommt auf den Anwendungsfall wirklich drauf an. Ne?
Also es gibt im Regelfall aber immer irgendwie eine Lösung. Ja. Danke. Bitte. Ich habe noch zwei Fragen, eine kurze und eine längere. Die Collabora-Integration, ist die in der Community Edition mit integriert? Ja. Ja. Installier dir mal eGroupware, du installierst gerade Collabora Online mit. Das haben wir im Standard-Installationspaket mit. Der Docker-Container wird mit installiert. Du kannst bei der Installation das Ganze abwählen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst aber auch nur das installieren ohne eGroupware. Die Möglichkeiten gibt es da. Du kannst auch, wenn das installiert ist, tauschen gegen den Code-Container. Das ist in der Docker-Konfiguration, in der YAML-Datei einfach nur ein Pfad ändern. Ja, es geht beides. Okay. Also das zu installieren mit einer eGroupware ist halt apt-install eGroupware-docker und dann hast du auch Collabora Online mit dabei. 10 Minuten. Und du hattest die Funktionalität von Nextcloud erwähnt, dass eben Sachen synchronisiert werden können oder im Nachhinein eingelesen werden. Ja, es gibt ja einen Sync-Client für Clients. Kann ich da in eGroupware auch zum Beispiel ein zusätzliches Verzeichnis einfach mit reinscannen, wo dann diese Umsetzung in die Dateinummern automatisiert passiert oder muss ich das dann per Drag and Drop irgendwo mit reinnehmen? Meinst du jetzt, wenn du auf einem Rechner einen Sync-Client von Nextcloud installiert hast? Nee, wenn ich jetzt irgendein beliebiges Verzeichnis mit, sage ich jetzt mal 1000 Dateien habe, dann möchte das in eGroupware mit einbinden. Ja? Dann würde ich ja nicht per Drag and Drop das auf dem File Manager machen, sondern gibt es irgendwie so eine Einleseroutine von eGroupware, wo ich sage, hol mir. Ja, möchtest du die dahin verschieben oder möchtest du die einfach von einer anderen Ressource verfügbar machen? Verschieben. Ja, gut, ich sag mal, im Web-UI auch, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert, 1000 Dateien per Drag and Drop da reinzuschmeißen. Aber ich sag mal, für viele Daten, für Datenmengen und vor allen Dingen auch für Ordner, da lohnt sich das dann eben den Webzugriff gerade bei sich zu konfigurieren und dann kannst du da eben beliebig viele Dateien hochschieben. Kommt dann halt auf die Bandbreite an. Also da gibt es keine Limits, also auch bei der Größe nicht. Auch die Dateien, die ich hochlade dort, da gibt es keine Größenlimitierung, weil die werden in Chunks hochgeladen. Nicht als komplette Datei, da werden wir bei HTTP oder Webtechnik dann ein Problem haben, bei den meisten Proxys, Webservern und so weiter. Die werden als sogenannte Chunks hochgeladen. Das heißt also, wenn ich eine Gigabyte-Datei da hochlade, wird das immer in Stücken hochgeladen und auf dem File-Server wieder zusammengebaut. Ganz, ganz übliche Verfahrensweise, um über Webtechniken große Dateien zu verschieben. Du kannst also 1000 kleine Dateien da hochschieben, du kannst aber auch 100 große Dateien da hochschieben über WebDAV, das ist überhaupt kein Problem. So im Tagesgeschäft, sage ich mal, so 30, 40, 50 Dateien habe ich schon per Drag and Drop natürlich auch ins Webinterface gerade reingeschmissen. Dann arbeitet dir die nacheinander ab und dann ist gut. Ja. Was wäre denn für so ein klassisches Ein-Zwei-Mann-Büro so eine sinnvolle Minimal-Hardware-Konfiguration, damit man lokal ein eGroupware installieren kann? Ja, so wenig, dass es schon wehtut. Raspi, wir bieten im Moment keine Images an für ARM, sondern nur x86. Aber ich sag mal, so ein kleiner Mini-PC oder so ein x86, der reicht. Ich habe die Tage irgendwann mal einen Artikel geschrieben bei uns im Forum, um das mal am Beispiel eines V-Servers bei Ionos zu zeigen. So, Ionos bietet seit einer geraumen Zeit so kleine V-Server an, haben da nie groß Werbung drum gemacht, aber aktuell zum Beispiel für einen kleinen zahle ich 2 €, irgendwie nach einer gewissen Zeit 5 €, man ist dann hinten irgendwo bei 5 € im Monat dabei. Problemlos läuft da eGroupware mit 2 V-Cores, 2 GB RAM. Da habe ich dann aber auch einen RocketChat mit dabei, in Collabora Online kann ich da installieren. Das funktioniert alles. Ein bisschen mehr RAM brauche ich, wenn ich mehrere Dokumente in Collabora Online aufhabe. Da muss ich ein bisschen Speicher dazu rechnen. Aber ich sage mal, für eGroupware und alle diese Programme, dass die erstmal laufen und benutzbar sind für ein kleines Büro, da reden wir jetzt über 2 Cores und 2 GB RAM, ja, also nichts, wo man sich Gedanken groß drüber machen muss. Ja. Ich betreibe zum Beispiel eine Installation, da sind, ich sag mal so, am Vormittag immer so zwischen 70 und 90 Leute gleichzeitig online. Hauptsächlich Mail, Kalender, ein paar andere Sachen. Ja, da habe ich jetzt 8 GB spendiert. Das ist doppelt so viel wie nötig. Also ungefähr 4 bräuchten wir. Ich habe da aber noch genug von. 4 Cores habe ich, glaube ich, spendiert.
Aber da reden wir schon über, wie gesagt, über 90 Leute gleichzeitig oder so. Ja. Also für ein kleines Büro reden wir da jetzt über 2 Gig RAM, 2 Cores. Wie gesagt, ein bisschen mehr Office-Dateien online offen. Da muss man ein paar hundert MB mal dazu rechnen. Dann spendiert man sich mal noch 2 Gig. Aber wie gesagt, über sowas reden wir hier, die selbst bei IONOS dann einen Euro mehr kosten oder so. Also das sind wirklich Peanuts. Ne? Und für zu Hause ein kleiner PC, möglichst mit einer Virtualisierung, passt das mal locker drauf. Also das hat wirklich keinen Anspruch. Schon gar nicht, wenn man es vergleicht mit Microsoft-Systemen zum Beispiel. Aber das wissen wir, glaube ich, alle. Okay, danke. Also das passt immer noch irgendwo in der Ecke.